Hör mal, du hast es ja so richtig gemütlich zu Hause bei dir. Ja, geht so. Also bis auf die Luft. Eher trocken, ne? Fast schon staubig irgendwie. Ach so. Konstanze, hast du gerade was von Bierholung gesagt? Ich? Nee. Ich meine, ich hätte was gehört. Bier holen ich? Da, schon wieder. Ach, lass doch die Biertrinkerei, das macht doch nur dick. Dick? Wieso das dann? Weil es fett macht, das weiß doch jeder. Ja, fett macht fett, das sagt ja schon der Name. Ja? Bier sagt ja nichts. Ja, jetzt gucke mal. In jedem Bier sind Kalorien drin. Man soll nicht schlecht über Sachen reden, die gar nicht anwesend sind. Also, Konstanze. Konstanze, bring Beweise. Und zwar am besten in Form von Flaschen. Da werden wir ja sehen, wo deine Kalorien sind. Kalorien kann man nicht sehen und trotzdem machen sie dick. In Glaubensfragen diskutiere ich sowieso nicht. Also, wieso machen sie dick? Weil sie im Körper nicht verbrennen. Deshalb. Das wäre ja auch noch schöner. Mit der ganzen Flüssigkeit drumherum können sie ja nicht brennen. Ja, ein Glück. Wenn du jedes Mal ein Feuerwehr holen müsstest, mein Bier trinken, weil die Kalorien brennen, dann wäre ich auch nicht das wahr. Apropos holen. Ja, Konstanze. Konstanze? Konstanze, was denn jetzt? Bisschen Bewegung wäre doch ganz gut für dich, von wegen der schlanken Linie. Komm, nicht frech werden, Hermann, ja? Du bist noch ein ganzes Stück fetter. Hört mal, ihr beiden, das mit den Kalorien ist eine Beleidigung. Ich meine, dass ihr mir das nicht glaubt. Naja, nicht zum Sehen, nicht zum Brennen, nicht zum Trinken, also das ist ja... Nicht zum Aushalten, also gut, ich will es jetzt wissen, wo ist das Lexikon? Ich hol's. Nee, ich hol's, hol du Bier. Erst will ich wissen, was da im Lexikon steht. Ja, hier, pass auf, Kalender, Kalmücken, das ist ja auch interessant, russisches Steppenvolk. Ich habe immer gedacht, das wäre so ein Stechinsekten. Kannst du mal sehen, was die für einen Scheiß schreiben? Hier, Kalorien. Pass auf. Wärmemenge, die nötig ist, um die Temperatur von einem Wasser von 14,5 auf 15,5 Grad Celsius zu erhöhen. War das ein Quatsch? Temperatur, hat doch kein Mensch gesagt, du sollst warmes Bier holen. Ja? Und erwärmen schon mal, ja, ich bin doch kein Tauchsieder. Ja, hört's, wer macht dann sowas? Ein Grad erwärmen. So kleine Pötte gibt doch ja nicht. Ja, außerdem schreiben die nicht von Bier, die schreiben von Wasser. Also das schwöre ich feierlich, dass ich nie in meinem ganzen Leben ein von 14,5 auf 15,5 Grad erwärmtes Gramm Wasser trinken werde. Weil das ja auch so dick machen soll, ne? Obwohl da noch nicht mal was von geschrieben steht. Also dick macht ja nichts. Aber bitte, Konstanze, wenn du drauf bestehst, ab heute nie wieder warmes Wasser. Das verspreche ich. Und wenn du jetzt vielleicht mal... Ja, bin ja schon unterwegs, Hermann. Siehst du, Herbert, mit Konstanze kann man nämlich reden. Du darfst nur nichts kommandieren. Alles eine Frage von Argumenten. Vergiss den Doppelkorn nicht!